Hallo, willkommen zu Tag 2 der Orange Week und ich habe jetzt heute Schlüsselanhänger, einmal in kurz und einmal in lang. Ich zeige dir jetzt die kurze Version. Zu der langen Version noch ein Tipp, wenn du hier einfach ein Haargummi reinmachst, statt hier so einem Schlüsselring, kannst du das Ganze auch als Haarband benutzen. Ja, nur so als Tipp, eine Anleitung, zwei Dinge geschafft. Und ich benutze jetzt hier dünneres Baumwollgarn, das ist vierfädig. Einen Schlüsselring mit Karabiner, geht natürlich auch ohne. Und dann fange ich auch schon an. Ich mache eine Schlaufe. Und jetzt eine Maschenzahl teilbar durch 4. Ich mache jetzt 44 Luftmaschen. Also einfach nur den Faden holen, durch die Schlaufe durch, Faden holen, durch, Faden holen, durch, bis ich 44 Maschen habe. Also ich habe hier übrigens Nadelstärke 2,5. Du kannst natürlich auch jede andere Wolle, jede andere Farbe verwenden, die du möchtest, jede andere Nadelstärke. Sollte nur zusammenpassen. Und falls du dich wunderst, was dieser Orange Day ist, beziehungsweise die Orange Week, in der Beschreibung poste ich nochmal das Video, das ich dazu gemacht habe, in dem ich erkläre, was der Orange Day ist und warum so wichtig ist. Und in der kommenden Woche findest du jeden Tag neue, ganz einfache Anleitungen, die du schnell fertig hast, um ein Statement gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Kleine Geschenke. Natürlich auch, wie gesagt, in anderen Farben ideal, auch noch als kleine Geschenke zu Weihnachten. So, ich habe jetzt 44 Maschen auf meiner Luftmaschenkette. Jetzt mache ich nochmal 3 extra. 1, 2, 3. Einen Umschlag und jetzt hier in diese vierte Masche, also 1, 2, 3, in die vierte Masche einstechen, Faden durchziehen, durch 2 Schlaufen ziehen. Faden holen, durch 2 Schlaufen ziehen, wieder ein Umschlag in die gleiche Masche wieder rein, 3 Schlaufen, durch 2, so jetzt habe ich hier 3 Stäbchen, ich möchte 6 Stäbchen haben, 4, 5 und 6. Die nächste Masche überspringe ich und in die Masche danach mache ich eine Kettmasche. Das heißt, ich steche in die Masche ein, ziehe den Faden durch die Masche und direkt auch durch die zweite Schlaufe durch. Wieder einen Umschlag, wieder eine Masche hier überspringen. Also die nächste überspringen und dann in die kommende wieder 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann wieder die nächste Masche überspringen. Die zweite eine Kettmasche arbeiten, also einmal durchziehen und direkt nochmal durch die Schlaufe. Wieder eine Masche überspringen und in die nächste wieder 6 Stäbchen. Das Video lade ich wieder zweimal hoch, einmal für Rechtshänder und einmal für Linkshänder. Schau bitte nach, welches Video für dich ist. Und ich mache jetzt komplett bis zum Anfang, wie gesagt, immer 6 Stäbchen in eine Masche auslassen, eine Kettmasche, eine auslassen und dann wieder 6 Stäbchen. So, ich bin jetzt hier schon bei der letzten Masche. Da habe ich schon 1, 2,
3 und 4 Stäbchen. Jetzt nehme ich mir meinen Schlüsselring. Mache hier jetzt nochmal Stäbchen rein und nehme hier aber jetzt den Schlüsselring mit. Also ich mache einen Umschlag, gehe in die Masche rein und durch den Schlüsselring durch. Das war jetzt Masche 5 und nochmal 6. Jetzt will ich hier auf der anderen Seite wieder zurück, deswegen mache ich jetzt nochmal 6 weitere Stäbchen in die gleiche Masche rein, also in die letzte, und 2 Maschen davon auch wieder mit dem Schlüsselring drin. Also 1, 2 und die restlichen 4 jetzt ohne Schlüsselring. Und den Anfangsfaden, Entschuldigung, nehme ich hier jetzt gleich mit, den verhäkle ich hier gleich. Ich bin ja bekanntlich etwas nähfaul, deswegen häkle ich den Faden jetzt einfach mit ein und habe weniger zu vernähen. So, in die nächste Masche, also hier wieder überspringen, und dann habe ich ja hier meine Kettmasche gehabt. Da steche ich jetzt auch wieder ein und mache eine Kettmasche. Und dann gehe ich hier in diesen nächsten größeren Spalt, wo ich hier vorhin schon auf der anderen Seite die 6 Stäbchen hatte. Da mache ich jetzt auch wieder 6 Stäbchen rein. Ja. 1, 2, 3, 4. 5 und 6. Dann wieder eine Kettmasche und hier dann wieder 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. So, das mache ich jetzt auch wieder, bis ich am Ende angekommen bin. So, und in die letzte Masche auch noch mal 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 5, 6 und jetzt schließe ich hier die Runde hier in diese dritte Luftmasche, 1, 2, 3, 4, 3, mit einer Kettmasche. Also heißt, ich hole den Faden, ziehe den einfach durch und nochmal durch und fertig. Jetzt schneide ich den Faden etwas länger ab, so, ziehe den hier nochmal durch. Hier fest. So ist meine. Warum ist so unscharf? So, da ist meine Kette. Und jetzt kann ich das Ganze hier noch festnähen, beziehungsweise kannst du auch festhäkeln. Ich nehme jetzt hier eine Nadel und nähe jetzt hier die beiden Seiten zusammen. Mal 2 Maschen hier rüber. Und dann noch 2 Maschen wieder zurück. Du kannst es natürlich auch auf der Innenseite vernähen oder wie gesagt verhäkeln, wenn dir das lieber ist. Na, tu mal da weg.
und dann vernähe ich den Faden noch auf der Innenseite und das war's dann schon. Fertig ist ganz schnell ein schönes Schlüsselband oder Schlüsselanhänger entstanden. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und nicht vergessen, morgen Tag 3 der Orange Week.